So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Patricia 2. Mal gucken, dass wir hier überall nochmal so ein kleines Ründchen drehen und das eine oder andere an Eisenwaren erstmal nochmal verkaufen. Weil wir wieder ein kleines Polster für die nächste Piratenjagd erstmal haben. Dann vielleicht auch in naher Zukunft dann mal gucken, ob wir vielleicht mal einen automatischen Handelskonvoi mal einstellen. Dass wir vielleicht das ein oder andere an Warenverschiebung auch schon mal manuell machen, hier automatisch machen können. Natürlich auch nochmal eine Überlegung. Und wie wir sehen, geht ganz schön was runter jedes Mal, ne? Aber die Grundsteuern sind halt wieder weg, ne? Wir haben bloß noch die Steuern für unsere Kontore und Betriebe, aber die Grundsteuern fallen halt wieder weg. Ich meine, das ist ja auch logisch gewesen, ne? Die knapp 10.000 an Grundsteuern, die wir hatten, die waren die Tagesabrechnung. Entsprechend haben wir natürlich ganz schön was bezahlen müssen. So, dann machen wir nochmal einen Ausflug nach Riga und nach Visby. Da haben wir garantiert auch nochmal gut was los, genau. Mal das Gute, haben wir mal zuverlässige Abnahmequellen für Eisenwaren und für Fell. Ja, ein ganz gutes Geschäft bei ihm macht. So, dann gucken wir gleich nochmal. Salz haben wir nämlich auch wieder eine ganze Menge. Oh, Holz könnte man rein theoretisch auch wieder ein bisschen was mitnehmen. Machen wir noch mal einen Ausflug nach Reval. Ach, verdammt. Geht's schon wieder? Ah ja. Die schon mal darüber aufregen, dass sie nicht genügend Landgang haben. Unverschämte Bande immer hier. So. Wir noch mal ein paar Felle mitnehmen. Eisenwaren füllen wir auch gleich noch mal auf. So. Und dann mal rüber nach Scarborough. So, eins unserer Schiffe ist wieder einsatzbereit, ne? Die Sturmvogel. Die werden wir gleich mal zu Geld machen. So, wie gesagt, alte Schiffe brauchen wir nicht. Was wir mal machen werden, wir gucken mal, ob wir noch Bauaufträge haben. Nee, dann machen wir nämlich gleich mal einen Bauauftrag. Bauen wir uns mal einen neuen Kreier. Wenn wir dann könnten, Tuch und Pech brauchen wir dafür noch. 30 mal Pech brauchen wir. Das heißt, wir müssen auf dem Rückweg nochmal Pech mitnehmen. Da müssen wir also noch mal einen kleinen Zwischenstopp machen. So, Eisenwaren nehmen wir noch mal ein paar mit. Und dann gucken wir mal. Jetzt werden wir hier ruhig noch mal abladen, 20 Mal. Dann haben wir hier gleich noch mal Baustoffe. Können wir nämlich hier auch noch mal gucken. Hier können wir nämlich auch noch mal effektiv Eisenwaren produzieren. So. Konvoi Prinz Eugen ist wieder einsatzbereit. Einwandfrei. Wollen wir hier gleich schon mal einen Warenwechsel machen? Pech. So, dann rüber mit dem Pech. Dann schicken wir den Konvoi gleich wieder auf Handelstour. So, Handel. Da müssen wir mal gucken. Wo hat man hier gesagt? Pech, Warennachfrage. Werden wir mal nur verkaufen?
Warennachfrage nach Satanda. So, los geht's. Verkaufen wir hier ab jetzt immer mal unser Pech nochmal. Machen wir da nämlich auch nochmal ein ganz gutes Geschäft bei. Müssen wir mal gucken, was sich tatsächlich mehr rentiert. Entweder eine Handelsroute, die ein bisschen weiter weg ist von den Stand. Dass wir quasi eine Art Entfernungsbonus nochmal bekommen. Oder ob das nicht so wirklich eine Rolle spielt, dann können wir natürlich dann immer den kürzesten Weg nehmen. Einfach um quasi unsere Strecke ein bisschen zu verkürzen. So, dann werden wir das Schiff hier mal umbenennen und dann haben wir wieder einen Kampfkreier quasi. Überlegen wir mal, wie nennen wir die mal? Nehmen wir sie mal so. So, dann gucken wir gleich, dass wir Bewaffnung draufpacken. Wir könnten mal rein theoretisch überlegen, dass wir hier sagen, wir rüsten ein Schiff mal mit Kanonen aus. Hm? Ja, vielleicht mal gar keine so schlechte Idee. Kaufen wir uns mal 5 Kanonen. Oder ne, 10 Kanonen brauchen wir. So, ein paar von den Bombarden werden wir mal verkaufen. So viele brauchen wir nie im Leben. So, da reicht es, wenn wir noch ein paar über haben. So, dann hauen wir uns hier nämlich mal ordentlich Kanonen drauf. Schon haben wir nicht mal ein Kampfschiff, was ein bisschen stärker ist. Dann haben wir für eine Piratenjagd eventuell noch mal ein Schiff, was ein bisschen schneller unterwegs ist. So. Dann müssen wir gleich mal gucken. 30 mal Pech braucht man noch, hat man gesagt. Hm? Sagen wir mal 50 nehmen wir ruhig mal mit. Haben wir noch mal ein bisschen auf Reserve. So, die Gewürze nehmen wir auch alle mit. Dann gucken wir gleich mal. So. Wollen wir mal. Aktuell stabilisiert sich unser Bilanz halt wieder so ein klein bisschen. So, dann können wir arbeiten. Gucken wir noch mal, was haben wir hier noch Schönes? 35 mal Holz. Könnte man theoretisch machen. Machen wir ruhig mal. Ist ein guter Preis. Dann haben wir gleich wieder ein bisschen Holz dabei. So. Das Holz gleich wieder einladen. So. Das scheint wahrscheinlich der Pirat zu sein, den wir gleich angreifen müssen. Seraphim. Salz können wir auch noch ein klein bisschen abladen. Ja.
So 30 mal Pech braucht man, hat man gesagt. Ne? So. Dann 30 mal Pech rüber, das Salz rüber. Müssen wir bald schon wieder gucken, ne? Wir haben schon wieder ganz schön viel Eisenwaren. So, und die Ziegel werden mittlerweile ganz schön viel. Ich würde fast sagen, wir werden vorsichtshalber mal ein weiteres Lagerhaus gleich bauen. So, wie gesagt, vorher werden wir noch mal den Schiffsbauauftrag geben. Und bauen wir uns mal noch einen schönen Kreier. Dann werden wir, wie gesagt, noch mal ein Lagerhaus bauen. So, und dann müssen wir mal gucken. Stadtinfo. Sind wir immer noch auf Platz 3? Eldermann-Büro. Berüchtigter Pirat. Auftrag annehmen. So. Adabel Seraphim. Genau, das war der, wo wir gerade die Nachricht bekommen hatten. Bis zum 15. September. Also wieder knapp einen Monat. So, dann gucken wir gleich mal. In der Nähe von Edinburgh wird wahrscheinlich wieder da sein, wo wir ihn vorhin angegriffen haben. Es wird wahrscheinlich wieder der gleiche Ort sein. Ist ein bisschen auffällig, dass die Piraten immer bei Edinburgh rumhängen. Würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn die Stadt Piratenkonvois entsendet. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und dann gucken wir mal. Müsste man natürlich, wäre natürlich am idealsten, wenn die Bismarck am wenigsten. Na gut, die hat keine Waren dabei. Das ist nämlich gut. So, dann geht das Gesuche wieder los, ne? Okay. Hat man nicht vorher 4 Schiffe in unserem Konvoi? Mir war so, als ob wir 4 Schiffe in unserem Konvoi hatten. Ist jetzt irgendwo eins rausgenommen? Die Hindenburg hatten wir, glaube ich, sonst mit dabei, oder? War es nicht so? Hm. Kann ich mich jetzt auch irren, aber ich war der Meinung, wir hatten tatsächlich schon 4 Schiffe in unserem Konvoi. Müssen wir beim nächsten Mal wieder mit eingliedern. Ah. So, dann gucken wir nochmal, ob wir nochmal eine Info kriegen, ob der immer noch da ist, wo er war. In der Nähe von Edinburgh. Er muss also immer noch hier irgendwo sein. So, da haben wir ein Schiff versteigert. 2 Schiffe sogar. Sehr gut. Ja, das wird wieder ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das
das ist immer so ein bisschen ätzend, muss ich gestehen, dass man nicht einen genaueren Anhaltspunkt irgendwie hat, wo der Konvoi gerade ist. Macht es halt immer ein bisschen schwierig, den Konvoi auch tatsächlich aufzutreiben. Es ist meistens eher eine Glückssache, dass man den findet. In der Nähe von Aalborg. Ah, der ist schon weiter segelt, seht ihr? Das habe ich nämlich befürchtet. Das habe ich nämlich befürchtet, dass der mittlerweile schon abgehauen ist. So, unser Konvoi. Ah, da ist er. Unser Konvoi ist zurückgekommen. 40.000 hat er verkauft. Oder hat er mitgebracht. Na gut. So. Mal gespannt. Scheiße. Der war außer Sichtweite, ne? Der war leider außer Sichtweite. Beziehungsweise er war zu schnell für uns, so rum. Das macht die Sache jetzt natürlich ein ganzes Ende komplizierter. Was wir mal machen werden. Wir werden die Nürnberg mal mit 8 Mann Besatzung ausstatten. Und werden uns den Kapitän mal da holen, der da noch in Malmö rumsitzt. Ist natürlich jetzt ärgerlich, dass der hier abgehauen ist. In der Nähe von Malmö. Und das war eine ganz schöne Hexenjagd. Der kann leider nicht so sonderlich gut kämpfen. Einstellen werden wir aber trotzdem mal. Tja. Das ist jetzt natürlich die große Frage, wo ist der hingesegelt? Hm? Mittlerweile gehen uns ein bisschen die Informanten aus. In der Nähe von Visby. Okay. Wir haben ein Kind bekommen. Tagebucheintrag. Frohlocket, jauchzend und jubiliert. Heuer erblickt unsere liebliche Tochter Adriane den Lichterglanz der Welt und wurde zur Sonne unseres Lebens. Naja, ein Erbe wäre besser gewesen, aber wir wollen uns nicht beschweren. Euer Kapitän. So, das wird natürlich jetzt ganz schön kritisch. Wird ein bisschen kritisch tatsächlich, den jetzt ausfindig zu machen hier. In der Nähe von Visby, der kann jetzt schon wieder sonst wo sein, ne? Ach, der ist schon wieder in der Nähe von Malmö jetzt unterwegs, na super. Das ist jetzt natürlich alles andere als geil. Müssen wir es mal anders machen.
Problem ist halt, wir haben... Ah, da ist er. So, wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Ist, unser Kreier ist halt ziemlich schnell. Das ist das einzige Gute daran. So, diese Folge wird ein bisschen länger, sehe ich gerade. Ne? Aber wir wollen die Seeschlacht auf jeden Fall noch mit drin haben. Als erstes mal des Kreiers entledigen. Langsam aber sicher schon an den Kartenrand. Hm? Muss man ein bisschen aufpassen. Das wird jetzt ein leichtes Problem. Müssen halt wie gesagt mega aufpassen, dass man nicht aus Versehen aus dem Kartenabschnitt raussegeln. So, die erste Kugel haut schon mal ab. Uns das Schiff erholen können. Wird auf jeden Fall dann schwierig, die anderen Schiffe noch zu kriegen. Er wird 10 Mann Besatzung alleine jetzt schon auf die Kurve runterpacken müssen. So, dann gucken wir mal, ob wir den nochmal zu Gesicht bekommen. Ja, da ist er nochmal. Mal nämlich gucken, dass wir hier die
Das war nicht so gut. Den werden wir mal vernichten, damit wir die Kogge dann im Anschluss noch kapern können. So, die Kogge werden wir uns auch noch holen. Natürlich erstmal ein bisschen aufpassen, das habe ich befürchtet. Gucken wir gleich mal, wie sieht es in Entermessern aus. Ja, da haben wir mehr als genug. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir eventuell noch mal einen irgendwie abfangen können. Muss es so gehen, müssen wir auf Risiko gehen. So, sehr schön. Aber mir scheint, das war nicht der, den wir gesucht haben, ne? Das war leider nicht der, den wir gesucht haben. Halle Fugger. Am 4.9. Da müssen wir mal gucken. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Mit etwas leichter Überlänge. Nächste Folge werden wir dann mal gucken, dass wir eventuell langsam vorbereiten, einen weiteren Hanse-Stützpunkt hier zu gründen. Das ist ja auch einer der Aufträge, der von der Hanse vergeben wird. Da werden wir, denke ich, ein bisschen darauf hinarbeiten. Gerne wieder fleißig das Däumchen drücken. Ich freue sowohl ich mich drüber, als auch der Like-Button, wenn ihr eben tätigt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es hier weitergeht, bei Patricia 2. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unter Kiel und ciao, ciao.